So, da wären wir auch schon wieder. Diesmal will ich eigentlich nur die Zeit weiterlaufen lassen. Ich will nicht großartig viel pausieren, denn wir haben eigentlich schon genug Aufträge verteilt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen sollten, wäre eigentlich Holz hacken. Das wollte ich aber nicht bis zum nächsten Jahr. Und unten gucken, was die Mine so macht. Ob wir da auf irgendwelches Erz stoßen. Sonst haben wir das wichtige Erz schon eingeschmolzen. Die wichtigen Gegenstände auch. Also die Bronze-Piccolo, die Bronze... Trompete und was weiß ich. Und wir haben unsere Waffen ja auch schon hergestellt. Das heißt, was wir jetzt als nächstes wirklich brauchen, ist mehr Erz. Und zwar das richtige Erz. Wir brauchen die nächste Karawane. Wir brauchen jede Menge Zeug, was wir verkaufen können. Und wir haben wieder ein vermisstes Tier. Diesmal ein Wasserbüffel. Ja, der Vampir schlägt wieder zu. Aber bisher hat er noch keinen einzigen Zwergen angegriffen. Was komisch ist, aber natürlich für uns ganz praktisch. So, aber das dauert hier auch. Nochmal. Wir hatten zwei Wasserbüffel, das wusste ich gar nicht. Oh, das sind Tiere von außerhalb. Es streuen ja auch ab und an mal Tiere hier rein auf die Karte. Vielleicht werden die vermisst. Oh, hier draußen haben wir Wildschweine. Sehr schön. Da pausiere ich doch glatt mal. Mach unseren Trupp auf aktiv. Und lass ihn sich hier sammeln. Oder es sagt hier sammeln. So, mal gucken, wie lange das dauert. Zack. Boah, geht das schnell. Ja, so muss das sein. Immer in Bereitschaft. So, das sind jetzt 6 Zwerge. Und jetzt drücke ich S für den Squad. Shift A für alle. Drücke K für töten. Aber diesmal benutze ich R. Und zieh einen Bogen um das ganze Gebiet rum, wo die Schweine drin sind. Und jetzt sieht man hier die ganze Liste. Das heißt, diese 6 Zwerge sollen jetzt 2, 3, 4, 5 Wildschweine umbringen und 4 Säue. Enter. Enter. Und hier steht hier oben Kill Wild Boar, also Kill Wild Boar. Und die blinken alle rot. Dann gucken wir, wie das läuft. Also sie dürften eigentlich stärker sein, zumal sie auch Äxte haben. Aber wie gesagt, Wildschweine sind nicht zu unterschätzen. Aber anscheinend sind die einfach schneller als unsere Zwerge. Und warum machen die anderen nichts? Ich habe doch alle ausgewählt. Okay, der eine Zwerg läuft jetzt hinterher und versucht, die zu erwischen. Wer ist das? Der Unaussprechliche. Aber er kommt nicht so wirklich hinterher. Ja, es wäre dann praktisch, wenn seine Kameraden helfen würden, um die abzufangen. Oh, da ist ein zweiter. Wer hilft denn? Segalmet hilft aus. Aber er kommt auch nicht hinterher. Oh, da sind Zwerge an einem Schwein dran. Das ist doch gut. Hat schon jemand Wunden davon getragen? Wunden? Ja, der Oberkörper wurde angeditscht. Bei unserem Zwerg Gott sei Dank nicht und bei dem Zwerg auch nicht. Webster war es, der hat den ersten Schlag gelandet. So, wo ist das Schwein? Ah, Dieb. Das passt ja. Guckt mal hin, da ist unser Dieb, den wir gerade entdeckt haben und hier sind 3 Armeezwerge. Was machen wir denn da mal? Wir drücken S, Shift A, brechen den Wildschweinbefehl ab. Drücken K und töten den Goblin. Und der blinkt schon richtig schön rot. Was haben wir denn da? Gar nichts. Achso, der blinkt nur rot wegen dem Killbefehl. Na gut. Ja, unsere Zwerge sind ungefähr genauso schnell. Wir müssen unbedingt mehr trainieren mit den Zwergen. Also nicht Kampftraining, sondern Attributstraining. Also Holzhacken, Minenarbeit und so weiter, damit sie schneller laufen. Weil die kam jetzt nicht richtig hinterher. Das ist schon schade. Aber gut, S, Shift A und den Killbefehl auflösen. Und jetzt alle Zwerge auf das Schwein. Vielleicht kriegen sie es ja eher hin, wenn sie nur ein einziges Ziel haben. Oh, und wir haben das neue Jahr. Das ging ja schnell. Jetzt könnte es sein, dass das Bild wieder weg ist. Das muss ich gleich mal gucken. Denn das Spiel hängt sich dann immer auf. Und dementsprechend auch das Aufnahmeprogramm.
Das heißt, ich guck mal ganz kurz. Okay, zu sein. So, also weiter geht's. Das Schwein hier links müsste gleich angegriffen werden von einer Horde wilder Zwerge. Hier sehe ich aber nichts. Und warum werden die ganzen Grunts jetzt wieder zu ihren Zivilberufen? Das kann doch nicht sein. Shift A. Oh, der Killbefehl wurde aufgehoben. Dann killt doch mal den da. Ah, schon besser. So, also das Schwein, da soll gleich angegriffen werden. Und wo bleiben die Zwerge? Da war gerade einer. Ha. Ah, da oben kommen drei Stück. Guti. Schnappt euch das Schwein. Müssten hier oben gleich rauskommen. Da ist das Schwein, da sind die Zwerge. Und sie holen anscheinend auf. Auch wenn das ewig dauert. Also ja, wir sollten eher mit Berufen trainieren als mit der Jagd auf Wildschweine oder Goblins. Weil das dauert viel zu lange. Ah, ne, komm nicht hinterher. Na gut, S, Shift A, Befehl aufheben und die ganzen Jungs auch mal auf inaktiv stellen, dass sie wieder ihren Zivilberufen nachgehen. Und dann suchen wir was für die zu tun. Momentan haben sie gar keinen Job, wenn ich das richtig sehe. Wo sind unsere Grunts? Doch, die haben den Miner-Job. Das heißt, ich nehme jetzt den Howler, den ich das letzte oder vorletzte Folge gegeben habe, weg. Und lasse jetzt nur die Grunts und den Sarge minern. So, kommen hier Changes. Das müsste jetzt in-game auch gleich geändert werden. Und dann designieren wir mal unten ein bisschen mehr zum Abbauen. Also nicht nur diese Fühler, sondern gleich ganze Bereiche. Nehmen wir doch mal hier. Also wir lassen in den Ecken immer Stützpfeiler stehen, die dann hoffentlich auch ausreichen. Und dann kommt das hier alles weg. Und das hier alles weg. Und das hier alles weg. So. Eigentlich müsste es gleich schon wieder anfangen, überall zu blinken. Dann heißt es nämlich, dass unsere Kämpferzwerge die Äxte aufgehoben haben. Wer bist du? Du bist ein Howler, du darfst das gar nicht mehr machen. Und der läuft auch schon weg. Gut, gut. Bisher blinkt immer nirgendwo was. Ja, die bringen jetzt wahrscheinlich erstmal alle Pickäxte zurück zu dem Waffenlager. Da heben es denn die Kämpferzwerge auf und machen dann hier weiter. Und jede Menge Tiere werden geboren. Also jede Menge ist übertrieben. Ein Tier und... Oh, ein Zwerg ist erwachsen geworden. Das ist doch sehr schön. Ein Kind weniger. Ha, und hier sind andere Steine. Mit etwas Glück auch andere Metalle. Was haben wir da oben? Bismuthinit. Na gut. Das dauert hier wohl noch ein bisschen. Ja, unsere Kämpfer haben sich erstmal hingelegt. Nach der ganzen Schweinejagd. Ist ja auch anstrengend sowas. Das heißt, wir können hier draußen schon mal jetzt die Bäume designieren. Und zwar den ganzen Bereich hier. Denn wir haben das neue Jahr. Dann dürften wir mehr als genug Bäume erstmal hacken dürfen, bevor die Elfen stinkig werden. Und selbst wenn, wir kriegen mindestens eine Warnung, bevor die aggressiv werden. Dann sagen sie uns eine Quote, die wir erfüllen müssen. Also nur so und so viele Bäume im Jahr. Und dann gucken die, ob wir das so einhalten oder nicht. So, was haben wir noch? Wir haben noch die Falltüren. Die können wir mal bauen mit B und Floor Hedge. Da. Und da und da. Ich hätte aber eigentlich schwören können, dass ich wesentlich mehr davon in Auftrag gegeben habe. Weil wir brauchen ja eigentlich für jede Treppe so eine Falltüren. Die können wir jetzt übrigens auch ähnlich wie Türen einstellen. Ob sie verboten werden sollen oder ob sie als ganz schnell geschlossen eingestellt werden sollen. Also dieses O, keep tightly closed. Das ist primär dafür, dass keine Haustiere durchhuschen. Denn normalerweise, wenn eine Falltür oder eine Tür geöffnet wird, dann bleibt die auch ein, zwei Ticks offen. Das heißt, wenn ein Zwerg durchläuft
und ein Haustier hinter sich hat, kann das Haustier auch mit durchgehen. Oder auch Invader. Also wenn jetzt ein Zwerg panisch vor irgendwelchen Goblins wegläuft, eine Tür aufmacht und weiter rennt, bleibt die Tür noch einen Moment offen und der Goblin kann dann hinterherlaufen. Das heißt, das sollte man eigentlich immer auf Tightly Closed stellen. So. Also, dass hier dann steht Make Pet Passable. Das heißt, wenn wir jetzt wieder O drücken, dann würde es Pet Passable werden. So ist es eingestellt. Also jetzt auch bei L, da steht Forbid Passage. Es ist noch nicht verboten. Erst wenn wir L drücken, dann wird es verboten. Aber den Weg wollen wir hier nicht verbieten. Das ist ja unsere Hauptschlagader quasi. So, unten scheinen die Miner gut am Werkeln zu sein, denn ich kriege immer wieder Nachrichten, dass irgendwelche Edelsteine und so gefunden werden. Ja, da oben. Wer ist es? Hex. Gut, gut. Du brauchst viel mehr Stärke. Du musst mich ganz schnell laufen können. So, wo ist der Rest unserer Bande? Ha. Was machen die alle? Also, er schläft. Er packt irgendwas in einen Stockpile. Das dürfte eigentlich nicht sein, denn ich habe den Grunts verboten, dass sie Sachen hin und her schleppen sollen. Oh, nee, nicht ganz. Ich habe dir nur verboten, gewisse Sachen wegzuschleppen. Das heißt, ich verbiete ihnen jetzt allgemein Sachen zu tragen von A nach B. Und jetzt müsste es eigentlich gleich flott weitergehen. Sleep, eat. Ja, die haben alle zu viel damit zu tun, zu essen, zu trinken und zu schlafen. Allgemein finde ich das sowieso recht unübersichtlich, wie das ist mit dem Schlafrhythmus. Da finde ich das bei Gnomoria ein bisschen besser. Da sieht man halt richtig die Uhrzeit oben. Die läuft auch nicht ganz so schnell. Und man weiß immer genau, wann die Zwerge schlafen gehen und wann nicht. Also die haben einen richtigen Rhythmus drin. Hier ist das ja scheinbar willkürlich. So, aber da unten blinkt schon das nächste. Das heißt, es sind jetzt mindestens zwei von unseren Kämpfern dabei, Stein zu kloppen. Obwohl es eigentlich 6 oder 7 sein sollten. Ah, da ist der dritte blinkende Punkt. Gut, gut. Das können wir jetzt erstmal in Ruhe lassen. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Der nächste Punkt. Holzhacken. Wir haben keine Holzhacker designiert. Das sollten ja eigentlich auch unsere Krieger später machen. Aber ich will jetzt nicht schon wieder von Miner auf Holzhacker wechseln. Da müssten sie wieder ihre Waffen wegbringen, wieder andere Waffen holen. Das heißt, ich nehme einfach kurzfristig mal ein paar Howler, stelle sie beim Dwarf Therapist ein als Cutter und stelle es dann später wieder um. So, das heißt, jetzt müssten eigentlich 6 von den Howlern sich eine Axt schnappen und rauslaufen. Und zwar da die Bäume abhauen. Wir haben Bismuthinit gefunden, super. Ist ja nicht so, dass wir schon Dutzende von Barren von haben. Und da laufen jetzt ganz viele Leute raus. Die haben hoffentlich alle den Auftrag zu cutten. Ja, Baumfällen, also oben die blaue Nachricht. Die Gans wird wahrscheinlich kein Baum fällen. Baumfällen, sehr gut. Hoffen wir einfach mal, dass jetzt kein Angriff kommt. Später, wenn das Fort schon recht lange besteht und man draußen sowas zu tun hat, wie jetzt Bäume fällen zum Beispiel, sollte man eigentlich immer einen Kampftrupp daneben stationieren. Dass, falls denn ein Angriff kommt von den Goblins, dass man schnell reagieren kann. Denn wenn jetzt hier plötzlich ein Ambush wäre, also so ein Überfall, dann wären die Zwerge alle tot. Denn bis unsere Miliz hier ist, dauert das viel zu lange und in der Zeit sind die Goblins schon über die Zwerge hierher gefallen. Zumal die Goblins meistens auch recht flott sind und Schusswaffen haben. Da können die stinknormalen Zivilisten ja gar nichts gegen ansetzen. Deswegen lohnt es sich später auch, wenn man in die Untergrundhöhlen vorgestoßen ist. Dann kann es ja sein, oder dann wächst überall im Fort, wo Platz frei ist, wächst dann Moos, wachsen so komische Pilze, die man wie Bäume fällen kann, und wachsen andere essbare Sachen. Das heißt, man macht dann einen riesigen freien Raum. Also viel größer als unsere 21x21. Und die lässt man einfach frei. Und da wachsen dann nach und nach diese Pilze, die man dann abhacken kann für Holz. Das heißt, man geht dann später gar nicht mehr raus für Holzhacken, sondern hat einen Untergrundwald quasi sich errichtet. Und da kriegt man halt seine Holzreserven her. Aber das dauert bei uns noch ein bisschen.
und den Untergrund frei machen will ich eh noch nicht. Denn ich habe ein bisschen Paranoia, was das angeht. Zum einen, was Monster von unten angeht und auch teilweise Belagerung von unten. Man kann auch von Untergrundrassen angegriffen werden, obwohl ich nicht weiß, ob wir hier welche haben. Also ja, das ist der eine Punkt und dann der nächste Punkt wäre Lag. Also ihr seht hier oben, das ist im Spiel eingestellt, wie viel Frames per Second er hat. Das sind jetzt recht gute Werte. Aber wenn man die Höhlen freilegt, dann wird das normalerweise recht schlecht. Also geht auf 40 runter oder so. Muss ich gucken, wie sich das entwickelt. Aber es gab vor kurzem noch so eine kleine reingepatchte Möglichkeit, dass man mehr RAM benutzen kann. Das ging früher nicht. Auch Dual-Core-Prozessoren wurden nicht unterstützt von Dwarf Fortress. Das soll inzwischen alles ein bisschen besser sein. Aber ich sehe gerade, wir haben noch einen neuen Verrückten. Also wieder jemanden, der von einer Mut erwischt wurde. Das lassen wir mal ganz kurz durchlaufen. Gucken, was der sich jetzt schnappt. Bitte, bitte eine Schmiede. Ja, sehr schön. Es ist zwar ein namenloser Zwerg, also es ist weder Tami noch Rain of Games. Aber er macht irgendwas aus Metall. Das heißt, es könnte was Praktisches sein. Also er hat einen Metallbarren genommen, er hat einen Edelstein genommen und was aus Holz. Oh. Hier unten, das ist neu, das kennt ihr noch nicht. Hier wird jetzt aufgeführt alles, was er braucht. Und er malt Balken aus Metall, Barren aus Metall, Edelsteine, also rohe Edelsteine, Stoff und einen Wald. Das müssten wir eigentlich alles haben. Stoff könnten wir nicht haben. Pausieren. Stocks. Cloth. Nee, wir haben nur Seide. Wir haben keinen stinknormalen Stoff. Haben wir Thread? Nein, haben wir auch nicht. Der Zwerg wird durchdrehen. Also wenn jetzt keine Karawane bald kommt, dann wird dieser Zwerg durchdrehen. Da wir halt keinen Stoff haben. Das ist ärgerlich. Haben wir vielleicht irgendwo auf der Karte Baumwolle? Und könnte man das direkt irgendwie abbauen? Da bin ich jetzt überfragt. Gibt es einen Befehl für Baumwolle? Nee, wir können nur Pflanzen sammeln. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, das müssen wir in der nächsten Folge gucken, was aus dem Zwerg wird. Eventuell müssen wir ihn erstmal einmauern. Also würden dann hier eine Mauer errichten und da eine Mauer errichten und ihn nicht wieder rauslassen, bis wir wissen, was passiert. Oder wir stationieren unsere Militärzwerge hier. Denn er ist unbewaffnet, richtig? Ja, er hat keine Waffe. Ein Problem wäre es gewesen, wenn ein Miner oder Holzhacker plötzlich besessen wird. Dann nehmen sie ihre Pickaxt oder die Axt mit hierhin und werden dann bewaffnet, wenn sie durchdrehen. Das macht das Ganze noch wesentlich schlimmer. Jetzt könnten wir unsere Militäre einfach hier hinstellen, warten, bis er durchdreht, dann greifen sie ihn an und das war's. Was mich zu dem Punkt bringt, dass wir auf jeden Fall noch Krypten einrichten sollten und Gräber. Aber das kommt dann alles in der nächsten Folge. Bis dann.